bin Thorsten Fengels, bewirtschafte einen Milchviehbetrieb am Niederrhein. Wir haben 330 Kühe mit Nachzucht und habe dann irgendwo ein einfaches Mittel gesucht oder einfachen Weg, meine Kälber gut, effektiv und günstig aufzuziehen. Bin dann relativ zügig auf das Globigen Diastop gekommen, weil es für mich einfach ein dokumentationsfreies Mittel ist, was ich einsetzen kann, ohne irgendwo mit dem Tierarzt groß darüber zu sprechen, weil ich es einfach füttern kann. Vom Einsatz her machen wir es so, dass wir in der Biestmilchphase ab dem dritten Tag einfach 25 Gramm pro Mahlzeit schon mal präventiv einsetzen. Für die Umstellungsphase aufs Milchpulver. Ungefähr am 5. bis 6. Lebenstag, um es mal platt zu formulieren, wenn der Köttel gut aussieht, setzen wir das Produkt wieder ab, dann ist die Umstellungsphase auf das Milchpulver dann erfolgreich abgeschlossen. Wir ziehen die Kälber hier nach dem Abkalben, werden sie in die Rissviker Kälberhütte, in die Kälberbox gebracht. Dort verbleiben sie ungefähr bis zum 8. Lebenstag und werden dann in Gruppen umgestallt. Wenn innerhalb dieser Gruppe Auffälligkeiten irgendwo sind, was den Durchfall angeht, was die Kondition angeht, was einfach die Entwicklung des Kalbes ausmacht, gehe ich einfach wieder hin, nehme dieses Produkt Diastop, gebe es dann einfach der gesamten Gruppe für 4 Anwendungen und warte einfach ab, dass die Gruppe sich im Ganzen von der Kotkonsistenz wieder gut entwickelt und dann setze ich es wieder ab. Ich habe mich immer dagegen gesträubt, es hat mir keinen Spaß gemacht, weil es immer so viele Mittelchen waren, die man in irgendeiner Weise einsetzen musste, damit man da irgendwas hinkriegte. Jetzt nehme ich einfach nur dieses Pulver, pack's da rein, vermische es mit meinem Milchpulver und es mischt sich gut, die Akzeptanz ist da, es schmeckt gut. Ich habe es selber auch schon probiert, damit ich weiß, was ich den Kälbern fütter. Und es funktioniert, es läuft. Und das ist für mich das Entscheidende gewesen, warum ich dieses Produkt einfach beibehalten habe, jetzt seit 2 Jahren und einfach Spaß auch damit wieder in der Kälberaufzucht habe. Wie gesagt, bei 5 Kindern ist die Zeit am Tag sowieso immer knapp. Und wenn ich dann bei den Kälbern noch jedes Mal 5-mal in den Stall rennen muss, um bei Durchfall zu schauen, wie ist es jetzt, hat sie sich gekriegt oder nicht, vielleicht sogar noch ein Tier zu separieren, einzeln zu halten und dann immer wieder Aktionen mit dem Tier durchzuführen, eventuell sogar eine Antibiotikatherapie zu machen, die mich dann wieder in Dokumentationsaufwendungen bringt, macht mir keinen Spaß, bereitet keine Freude. Mit dem Produkt habe ich es jetzt mit meinem Management so hingekriegt, dass wir in der 10-Wochen Tränkephase die Sache gut hinbekommen. Es funktioniert sehr gut und Einzelfälle, die mal in irgendeiner Weise aus der Reihe tanzen, haben meistens auch irgendwo geburtentechnisch eine große Vorgeschichte, was Schwergeburten anging oder mangelnde Biestmilchaufnahme, sodass ich für mich als Betriebsleiter und auch als Arbeitgeber, der mit Aushilfen dann arbeitet, sagen kann, es ist für mich ein Produkt, was ich auch gerne weiterempfehlen kann, weil ich damit wirklich gut klarkomme. Von der Jungviehaufzucht her ist es so, dass die Bullenkälber uns mit 14 Tagen verlassen. Auch die Bullenkälber bekommen bei uns dieses Produkt, weil es für mich einfach wichtig ist, dass das Kalb an dem Tag, wenn der Viehhändler es abholt, gesund ist. Und wenn ich da so einen Kümmerer habe, bleibt das Kalb halt wieder eine Woche länger auf meinem Betrieb. Das heißt, der kostet wieder eine Woche länger Geld. Wenn ich aber dem Viehhändler ein gutes, gesundes Bullenkalb dahinstellen kann, was von der Kotkonsistenz, von der Entwicklung her in den 14 Lebenstagen sich gut gemacht hat, die Umstellung von Muttermilch, von Biestmilch auf Pulver sauber durchgelaufen ist und wir keinen Stillstand hatten, dann ist das für mich wirklich befriedigend, das zu sehen, dass der Viehhändler das Kalb gerne mitnimmt. Ich bekomme unter Umständen sogar in guten Preiszeiten nochmal einen 5er mehr. Und ich kriege keine Reklamation, weil er sagt, was hast du mir da mitgegeben? Der Aufzüchter, der das Kalb geholt hat, der will von dir nichts mehr haben.